Die Stadt hat jetzt ein Rollermobil. Das Rollermobil wird alle Grundschulen besuchen. Und im Rollermobil, da findet man Scooter, da findet man einen Fahrradhelm, da findet man Zubehör. Und wir wollen mit dazu beitragen, dass ein Verkehrsmittel, was zunehmend auch genutzt wird, gerade im urbanen Raum, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, hier auch etwas zum Thema Verkehrssicherheit und Anwendung zu erfahren. Es gibt einen pädagogischen Rahmen. Es gibt auch die Möglichkeit für die Lehrkräfte, sich dafür speziell qualifizieren zu lassen. Die Grundschulen können das Angebot buchen. Das ist eigentlich ganz einfach. Im Moment buchen Sie das Angebot noch über das Amt für Schule und Bildung. Künftig ab dem 01.01.2024 wird die Düsseldorfer Verkehrswacht dankenswerterweise die Regie übernehmen. Das heißt, dann kann das dort gebucht werden, genauso wie man über die Verkehrswacht, ja, wenn man mit dem Fahrrad was machen will, auch schon Angebote buchen kann. Insofern haben wir das dann in einer Hand. Und ich freue mich darüber, dass wir jetzt neben dem Thema Fahrradführerschein eigentlich für das Thema Rollerfahren auch ein Angebot haben. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht, aber ich glaube, das ist notwendig, weil wir sehen durchaus, dass das Rollerfahren ja im großstädtischen Bereich auch Probleme machen kann. Und die Grundschulen, das sieht man, glaube ich, heute auch an dem Ortstermin hier, freuen sich bereits, dass dieses neue Angebot Schule machen wird.